Heute sprechen wir über die mündliche Abiturprüfung in Sport. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumrutschen kommst. Heute geht es um die mündliche Abiturprüfung im Fach Sport und da habe ich mich mit meinem Bruder zusammengesetzt, denn der hat dieses Jahr auch die Abiturprüfung in Sport mündlich und ist einfach richtig, richtig gut am Start, auch vom Mindset her, versteht schon richtig, was einfach wichtig ist in den jeweiligen Fächern. Und er wird auch auf ein 1,4, wenn nicht sogar auf ein 1,3 Abi zusteuern. Deswegen habe ich seine besten 5 Tipps genommen und die werde ich euch heute präsentieren. Als allererster Hack, ja quasi schon, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und zwar, schätze den Lehrer richtig ein. Das bedeutet, dass in Sport, und zwar gerade in Sport, es oft mal sein kann, dass der Lehrer mit der Einstellung ins Kolloquium geht, solange derjenige sich für Sport begeistert und auch zeigt, dass er einfach ein bisschen was gelernt hat, kriegt man da vielleicht meist schon wesentlich höhere Noten. Das bedeutet, wenn du in eine, was ist denn richtig hart, Wirtschaft vielleicht oder auch Geschichte, wenn du in solche Fächer oder vor allem in Biologie, wenn du in solche Fächer reingehst, dann wird von dir erwartet, dass du fast alles richtig perfekt drauf hast, dass du wirklich eine Top-Note bekommst. In Sport kann es aber gerne mal sein, wie gesagt, hängt vom Lehrertyp ab. Es gibt Lehrer, die sind genauso penibel wie beispielsweise in Biologie, aber es wird auch Lehrer geben, die sich sagen, ja komm, beim Sport-Abi geht es ja eigentlich darum, dass man das Praktische richtig macht und wenn die dann im Mündlichen gezeigt haben, dass sie ein bisschen was gelernt haben und auch Lust auf Sport grundsätzlich haben, dann gebe ich denen einfach so schon mal eine bessere Note. Und wenn du das einfach für dich ausfindig machst, dass es bei deinem Lehrer vielleicht so der Fall ist, dann kannst du mal viel entspannter in die Prüfung gehen und dir auch von vornherein bewusst sein, lern einfach, weil du Lust drauf hast. Geh dann mit Begeisterung in die Prüfung, rede gerne über das Thema Sport und dann wirst du, wenn du so einen Lehrer hast, meistens auch schon eine sehr, sehr gute Note bekommen. Für das konkrete Lernen würde ich euch empfehlen, dass ihr vor allem die Stichpunkte, die ihr auf euren Sportskripten und was ihr da alles bekommt, möglichst oft wiederholt, damit ihr das wirklich drin habt. Gleichzeitig aber auch dann einfach mal die Texte im Buch zu lesen. Weil die Skripte und die Stichpunkte, die ihr vielleicht auch im Hefteintrag habt, die helfen euch unglaublich gut, die wichtigsten Sachen zu wissen, dass ihr sozusagen auf Fragen, wo ihr einfach nur was wiedergeben sollt, sehr, sehr gut antworten könnt. Aber wenn du einen Fließtext im Buch liest, fördert das nochmal so stark das Verständnis allgemein. Und das Verständnis zeigt sich eben speziell in der mündlichen Prüfung speziell, weil du einfach frei darüber sprechen musst. Und da kann auch mal eine Rückfrage kommen und das ist einfach anders wie in einer schriftlichen Prüfung, wo du einfach nur eine Frage bekommst, dann schreibst du einfach deine Antwort hin. Dann reicht es meistens schon, wenn du einfach nur was richtig wiedergeben konntest. In der mündlichen Prüfung fragt der Lehrer aber auch oft nach. Und dann muss ich wirklich zeigen, dass du alles verstanden hast, auch die ganzen Zusammenhänge. Und wenn du da einfach mal auch das Buch gelesen hast, kann dir das einfach nochmal sehr, sehr viel bringen. Drittens, wenn du wie bei uns in Bayern streichen darfst, also du gewisse Teile des Stoffs von der Prüfung ausklammern kannst, dann ist es trotzdem ganz, ganz entscheidend, dass du die absoluten Basics, die absoluten Grundlagen aus genau diesen gestrichenen Themenbereichen trotzdem drauf hast. Mein Bruder beispielsweise meinte, dass Superkompensation ein Thema ist, was du immer drauf haben solltest. Ich muss mir auch erstmal erklären lassen, was es ist. Aber wenn es also allgemein um Trainingsmethoden geht, ist einfach wichtig, dass du die Superkompensation drauf hast, weil die einfach so basic ist, so elementar, dass auch wenn du das vielleicht aus dem Halbjahr, wo ihr das damals besprochen habt, rausstreichst, wirst du trotzdem in anderen Themengebieten einfach als basic brauchen. Und deswegen, nur weil du eine Sache gestrichen hast, solltest du trotzdem dir bewusst sein, dass die absolut fundamentalsten Sachen daraus auch abgefragt werden. Ist mir beispielsweise auch so in meiner Wirtschaftsprüfung passiert, wo ich eigentlich einen Themenbereich gestrichen hatte, meine Lehrerin mich trotzdem was dazu gefragt hat, weil das einfach so elementar war. Und deswegen habt die Basics auch aus den gestrichenen Sachen da drauf. Viertens, wenn du eine Theorie auf die Praxis umwandeln sollst, also beispielsweise eine bestimmte Trainingsmethode, die ihr in der Theorie besprochen habt, bei einer bestimmten Sportart, dann ist es ganz entscheidend, dass du im Idealfall das Ganze auf eine Sportart beziehst, die dir sehr vertraut ist, die du im Idealfall vielleicht sogar selbst machst. Deswegen ist es ganz fördernd sogar, wenn du die Sportart oder viele Sportarten und zumindest eine Sportart selbst betreibst, um in die mündliche Abiturprüfung in Sport zu gehen. Aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass du verstehst, dass die Theorie, die du auf die Praxis anwendest, auf eine bestimmte Sportart, dass die auch wirklich passen sollte. Also die Sportart sollte wirklich zu der Theorie passen. Als Beispiel hat mein Bruder da gesagt, wenn es um den Beschleunigungsweg geht,
dann macht das nur bei azyklischen Bewegungen Sinn. Ich lerne hier auch total viel. Super cool. Aber macht natürlich auch Sinn. Ja, und deswegen, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele noch dafür. Und dass du dann nicht auf Biegen und Brechen versuchst, die Theorie, die gerade angesprochen wird, auf die eine Sportart rüberzubrechen, die du vielleicht selbst machst, in der du dich deswegen super gut auskennst, sondern dass du wirklich einfach versuchst, eine passende Sportart zu nehmen, dass sie passt, ist das Wichtigste, und mit der du dann vielleicht am vertrautesten bist. Aber versuch nicht, deine Lieblingssportart zwangsläufig auf jede Theorie zu beziehen. Und abschließend noch ein richtig, richtig guter Tipp. Versuch in der Prüfung selbst, dann möglichst viel die Tafel zu verwenden. Weil du kannst beispielsweise speziell den Sport mit Diagrammen so viele Dinge viel besser beschreiben. Beispielsweise wieder die Superkompensation. Das ist schon mein neues Lieblingswort. Das ist so geil. Aber wenn du einfach solche Verfahren als Diagramm hinzeichnest, dann hat es ganz entscheidende Vorteile gegenüber dem, wenn du es nur sagen würdest. Denn wenn du etwas sagst, ist es in dem Moment, wo du es gesagt hast, schon wieder weg. Klar, der Lehrer hat es gehört und du hast es auch selbst gehört, aber du siehst es nicht nochmal vor dir. Wenn du aber bei einem Diagramm anfängst, es hinzuzeichnen, dann weißt du, wenn du ja gut gelernt hast, was auf dieses Diagramm alles drauf muss. Und wenn du dann was zeichnest und machst und machst und machst, und dann bist du für dich vom Kopf her fertig, dann fällt dir aber auf, oh, die eine Sache gehört noch zum Diagramm, die habe ich noch gar nicht hingezeichnet, dann kannst du die einfach noch einfügen. Wenn du das alles nur erzählt hättest, könntest du diese ganze Information gar nicht so abspeichern und vor dir haben, um dann zu sehen, was du noch nicht gesagt hast. Beim Diagramm schaffst du aber wirklich, dich auf das Allerwesentlichste zu konzentrieren. Es ist also wesentlich übersichtlicher, auch für den Prüfer selbst. Du kannst selber nochmal sehen, was habe ich denn vielleicht noch ausgelassen. Und wenn du dann einfach schön alles hinschreibst, ist auch im Kopf vom Lehrer einfach, naja, Diagramm ist komplett richtig hingezeichnet, dann besser hätte man es nicht machen können. Zumindest für den Themenabschnitt oder für die Methode jetzt erstmal. Und so kannst du einfach, vor allem wenn es dir um die allerhöchsten Punktzahlen geht, wirklich dir sicher sein, dass du bei der Einfrage alles, was du als Antwort hättest geben können, auch abdeckst. Das war's mit den Tipps zur mündlichen Abiturprüfung in Sport, damit ihr in eurer Prüfung maximal performt. Ich glaube wie immer an euch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.